Ja, man erkennt noch ein bisschen. Bolero mit Ciara. Ja. Und das Problem war wohl eben, dass der Bach hinten, der hat seine Geräuschkulisse verhindert. Ne? Und ein bisschen Respekt vor dem Fluss herrscht. Deshalb ist er eben mal kurz stiften gegangen, aber ist ja alles gut gegangen. Ja. Der Platz ist super, es war nur ein undankbares, schreckhaftes Pferd. Ja, wie lange konntet ihr jetzt nicht reiten? 8, 9 Wochen? 9 Wochen, ne? Nee, wir sind in der 12. 14. Juli war das Datum, das Unglücksdatum. Ja, wir sind jetzt in der 12. Woche, die wir gerade aufführen. Davor war der auch verletzt. Also er war verletzt und dann hat er das Hochwasser noch mitgemacht, ne? Ist irgendwie War dann noch schlimmer verletzt. Die anderen Pferde, die werden sich aber auch erstmal wieder dran gewöhnen müssen, dass sie einen herrlichen Platz haben, einen viel besseren Platz als vorher. Und kennen ja nur noch das Wiesendasein und alle Einsteller sind so glücklich. Die Pferde müssen erst lernen, das wieder schätzen. Die müssen das zu schätzen lernen. So. Ja. Ja, sieht ja jetzt gut aus. Ist noch ein bisschen Wasser auf den Sand und dann kommt ja automatisch. Und am Wochenende werden wir das dann anders, gebührender einweihen. Also ganz, ganz toll. Ja, da möchte ich auch schon mal ankündigen hier an die Pferdewelt. Morgen kommt ein Promi bei uns auf die Reitanlage und wird dann, ihr werdet nicht glauben, dass er normalerweise reitet oder als Hobby reitet. Und da wird morgen auch ja was zu erscheinen, ein Live-Video. Und das hat auch einen bestimmten Grund, warum er morgen da ist. Das hat auch was mit der Flut zu tun vom 14. Ich bin da schon ganz gespannt. Morgen um 10 Uhr. Ich wollte ja eigentlich morgen früh hier hin, hatte natürlich den Termin wieder vergessen, aber mein Handy hat dran gedacht. Und die Marina von Haus Furth hat mich nochmal dran erinnert. Dementsprechend morgen, alle Pferdefreunde aufgepasst. 10 Uhr kommt was ganz Interessantes für euch und ihr glaubt nicht, wer reiten kann. Ja, mit den Bildern möchte ich mich dann auch verabschieden und freue mich, dass das hier funktioniert. Pferde müssen sich erstmal dran gewöhnen. Hier ist eine gewisse, ja, Panik kann man nicht sagen, aber ein gewisser Respekt vor dem Fluss, der hier nebenan läuft. Also genau, wo jetzt das Pferd ist, da hinter den Bäumen ist der Fluss. Und die Erfahrung, die Pferde gemacht haben hier, war natürlich nicht die beste mit dem Hochwasser. Dann sage ich mal, bis morgen.